Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Ich brauche mal das Display hier. Wieso läufst denn du mir schon wieder die ganze Zeit um die Beine rum, hä? Leute, heute ist mir schon wieder was passiert, was ich nicht erzählen werde, worüber ich mich so doll über mich selber geärgert habe, dass ich geheult habe vor Wut. Und ich ein teures Lehrgeld zahlen muss. Aber nun gut, es ist nur was Materielles. Also nicht jetzt so schlimm. So. Jetzt bringe ich gerade Matthias mal das Gerät. Das Gerät. Weil er hier gerade Pause macht und die Kleine füttert. Und er muss mir hier hin tun oder da? Er muss mir die finale Version. Ich gehe kurz nach oben und mache ein bisschen, ne? Die finale Version von einem Reel, dass ich das dann gleich hochladen kann. Ja, so. Ich habe mich heute nicht zurecht gemacht, weil ich heute nichts produzieren musste. Und deswegen habe ich gesagt, das ist mein Sonntag. Oh, blend. Genau. Deswegen hoch. So, sehe ich aus. Ich bin müde. Vom Heulen, vom Selbstvorwürfe machen. Von allem Möglichen. So. Nach 2 Etagen darf ich auch nach Luft jopsen. Ich hasse es. Es ist 17.22 Uhr. Die Sonne scheint. Und meine Augen sehen das. Was für ein Mitteilungsbedürfnis. Das ist deine Ecke hier, ne? Sieht man. Wow. Du bist die Königin, ne? Wo ist die Kleine? Die versteckt sich. Sie denkt, man sieht sie nicht, aber sie hängt mit dem halben Arsch raus. Als offen. Baby! Nee. Ey, ich sehe nichts. Warum kommt sie jetzt mit? Weil ich die andere Tür aufmache, wa? Ja. Ey, das ist nicht dein Ernst, Mara. Du kannst doch nicht auch im Bett liegen. Ich dachte, sie muss Vortrag machen. Was macht sie denn da? Ich würde. Was hast du hier geschmiert hier? Was ist das? Das ist das halt ganz einfach wieder mit Abschminkwasser abmachen. Alles geht mit Abschminkwasser ab. Und warum liegst du hier so gechillt? Weil ich es mir leisten kann. Das stimmt allerdings. Kommt heute nach Hause und sagt, ach Mama, ich habe schon wieder 2 Tests mit nach Hause gebracht. Und ich habe heute einen geschrieben, wo sie sogar schon so halb die Lösung gesagt hat. 1 und 1. Und da habe ich auch schon ein richtig gutes Gefühl, wenn Mathe könnte eine 2 werden. Oh mein Gott, wenn es eine 2 wird, oha Leute, dann kann ich mir wieder 2 Tage lang heulen anhören und richtig Selbstvorwürfe und sie ist eine Niete und... Nee, aber letztens, da hätte ich mir wirklich richtig ausrasten können, da habe ich eine 3 geschrieben. Wo man selbst entscheiden durfte, ob man den Test abgibt. Ja, shame, ne? Guck mal, sie macht sich gerade süß. Sie macht sich gerade hübsch, Leute. Sie rennt mir schon die ganze Zeit hinterher. Bibi! Rennst mir die ganze Zeit hinterher, stimmt's? Ey, habt ihr gute Kosmetik, nicht zu teure Adventskalender? Wieso nicht zu teure? Ich muss ihn noch bezahlen. Ja, trotzdem will ich, dass du 100 Euro für einen Adventskalender ausgibst. Na okay, das wäre wirklich happig.
habe jetzt mir einen schon für 20 Euro rausgefunden, wo ich sogar die Produkte, wo ich gut finde. Und ich hatte eigentlich noch einen zweiten, aber der kostet 60 Euro und das ist mir dann zusammen zu viel. Das wären 80 Euro, das finde ich nicht okay. Ich muss sagen, normalerweise kriegen die Kinder ja selbstgemachte Kalender. Aber ich habe jetzt gesagt, wir machen das immer abwechselnd. Wir machen mal einen... Ich habe immer noch, guck mal, da diese Duschbomben da in dem Glas, die wir letztes Jahr hatten. Stimmt, da in dem da. Da waren die auch mal so verteilt drin und da habe ich nur noch aufgefunden. Ja. Eine habe ich schon benutzt. Und dieses Jahr sind halt die gekauften wieder dran. Und so Süßigkeiten, man hat immer eigentlich einen. Und dann haben wir einen Süßigkeitenkanal, also einen, so einen Schoko, so ein Billo. Hauptsache Billo. Ist so 50 Cent ist immer der beste. Ist besser als so ein Bueno-Ding. Das stimmt. 50 diese Cent. Diese Schokolade, diese krisselige, ne? Diese kleinen Plättchen sind viermal besser als so ein Bueno oder so ein kleines Stück Kinderriegel am Morgen. Hast recht, ja. Und weil der so schmilzt auf der Zunge, ne? Ja. Ja, meinst du nicht auch. Aber die haben auch mal Kacke gebaut und zwar, dann war auch mal diese Schokolade weiß so. Weißt du? Wenn die so fleckig weiß ist, dass sie nicht so schön weiß angelaufen ist. Dann schmeckt sie nicht mehr gut. Die muss schon noch frisch sein. Gut, ich lasse mal hier Tür ein Stück offen, weil die Katzen hier rein und raus wollen. Ja? Sprachnotiz? Mach ich gleich, ja. Ich habe für die bestellt bei Kraule Pizza. Und du? Wir gehen doch gleich was essen. Was heißt denn gleich? Ja, um 19 Uhr, denke ich. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich habe so Kopf und fühle mich so oll. Gleich. Ja, ich bin jetzt schon am Verhungern, aber... Ja, du kannst mich nicht hier mit der Kleinen lassen. Nee, deswegen warte ich ja noch. Kommst du auch mit? Na, welche macht es stärker? Von Marlene oder von mir? Das nervt mich auch. So. Ja, ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich hoffe, dass ich mein Frustrotz einfach wegspülen kann gleich. Ich sag euch, jetzt fühle ich mich einigermaßen besser. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhin schon alles erzählt habe. Ja klar, Kussi. Hast du die Sachen schon für morgen rausgesucht? Hm? Pullover, Hose und Socken. Ich brauche dringend neue Schuhe. Leute, meine Schuhe sehen aus. Sind nicht mehr feierlich. Chanel Nummer 5 war das. Falls es jemand interessiert. So. Und ich gehe jetzt auch was essen. Die Kleine schläft. Marlene, Haramaus, passt auf. Marlene ist aber auch da. Ich zeige euch kurz. Mara, die meine kleine Hausstreberin. Ganz seltenes Exemplar. Da hinten. Und macht was für die Schule. Oder tut sie nur so? Ich verstehe es nicht, wie man Sachen... Ich war nicht da und wie sagen wir, ich soll irgendwas auf einer Karte suchen und ich verstehe das nicht. Weil das irgendwelche Sachen sind... Hast du schon mal von was von Mogadischu gehört? Nö. Nee. Ja, wollen Sie nicht wissen, wo das liegt? Soll ich mir die das Informationen... Das ist kein Ort, oder? Keine Ahnung. Oder wie mich hier im Snapchat an. Am Ende heißt es, dass ich informieren soll. Seitdem Matthias jetzt dieses neue Notebook hat, ein Firmenrechner-Notebook von Apple, er ist jetzt umgestiegen, hatte ich das erzählt gehabt, vom PC auf Apple, arbeitet er auch vom Wohnzimmer aus. Ich will ja geschrieben, man soll einfach Koordinaten und dann soll man hier den Namen eingeben und dann kommen hier die Koordinaten und die soll ich jetzt einfach aufschreiben, hat sie gesagt. Ja, und wenn du bei deinem Apple, also bei deinem Phone guckst, da kannst du ja auch die Orte anzeigen lassen und die zeigen ja auch immer die Koordinaten an, wo das ist. Okay. Ich ziehe jetzt meine Jacke an und dann gehen wir erstmal. Ich habe gerade noch einen Schock bekommen, weil es mein Lehrgeld, was ich euch vorhin erzählt habe, das ist einfach nochmal um 1000 Euro teurer geworden. 1100 Euro. Na, hat es nochmal um 1100 Euro teurer geworden. Jetzt sind wir nicht bei 3,5, sondern bei 4,7. Habe ich gesagt 1100 oder 1200? Ja, das ist gar nicht mehr. Ja, Gott.
Matthias, ich bin los. Bin schon unterwegs. Ja, tschüss. Hier oben los, geht fertig. So, Maris, mal kurz zur Gehirnwäsche verpassen. Maris, du bleibst bitte oben, ja? Schön im Bett liegen bleiben. Fernseher ausmachen? Aber ist dann zu leise, ne? Mach einfach nur ein bisschen leiser. Ja. Musst du jetzt auch immer runter? Okay. Ey, mein Knie tut mir immer noch weh vom Sturz, ne? Das ist nicht normal. So. Morgen geht's weiter, Thema Reisepässe. Ey, bei mir reißt das nicht ab, es hört auch nicht auf. Ah, okay. Ich nehme euch mit. Da vorne die orangene Schrift ist es. Das ist der Mexikaner. Parken tun wir da hinten. Und sowas werde ich nicht machen in den nächsten Jahren. So, gerade rein, einmal Prüfgang im ganzen Haus. Wie sieht's aus? Ja, Schulsachen packen. Ich habe morgen keine Mathe. Ich habe eigentlich immer, ich habe nur Montag, Dienstag, Mittwoch. Morgen habe ich auf jeden Fall Englisch, deswegen brauche ich das hier. Und Physik habe ich morgen nicht. Mathe habe ich morgen nicht. Mathe, Physik ist da. Also machst du immer alles. Das brauche ich morgen. Ja, aber wenn du so deine, jeden Tag deine Mathe packst, dann kannst du auch die andere Tasche nehmen. Weißt du, wie viele Stunden ich am Tag habe? Das ist. Hier sind meine ganzen Schulsachen drin. Das hier sind alles meine Schulsachen. Von hier oben bis nach unten drin sind meine ganzen Schultaschen. Sachen plus. Also morgen habe ich zum Beispiel Deutsch. Das brauche ich aber nicht, weil morgen. Ich habe dir auch da diese Aufsteller geholt. Warum machst du das da nicht rein? Ja, ist auch egal, weil da habe ich so andere Sachen drin. Das ist. Keine Ahnung. Andere Sachen drin. Willst du mich vereiern? Ja. Nee, Mara, das wird noch mal umsortiert. Ja. Dafür sind diese Sachen. Ja. Und wenn du davon noch mehr brauchst, dann sagst du einfach Bescheid. Ja, aber ich habe nicht so viel Platz. Chemie habe ich morgen auch nicht. Chemie, du hast doch noch genug Platz überall. Ethik habe ich morgen. Biologie habe ich morgen nicht. Und das ist so viel. Und ich weiß das alles auswendig. Voll krass, ne? Informatik habe ich morgen auch nicht. Geografie habe ich morgen auch nicht. Biologie habe ich morgen auch nicht. Okay, Mara. Vielleicht habe ich schon. Dann pack du mal deine Sachen. Das Licht habe ich auch nicht. Mama. Was war denn das jetzt? Ich kann nicht mehr reden. Hust du doch einfach richtig, bitte. Geht nicht. Mach nochmal, mach jetzt. Okay. Manche Leute mobben andere Leute, wenn sie mit Socken schlafen. Ich will nicht, dass das jetzt. Manche Leute, aber das zählt doch gar nicht, wenn die Socken nur vorm Bett liegen. Hast du Socken an? Ich bin auch noch so eine hässlichen, dicken, fetten Tennissocken, ey. Schreib mir bitte unten in die Kommentare, schlaft ihr mit oder ohne Socken? Und Leute, die ohne Socken schlafen. Mara und ich zum Beispiel. Nee, ich schlaf nur ohne Socken, wenn mir heiß ist. Weil mir kalt ist, schlafe ich mit. Aber allgemein, Leute, die ohne Socken schlafen, sagen zu den Sockenschläfern, dass sie Psychopathen sind. Na, so. Passt doch. Marlene ist ein Psychopath. Sagt die, die Nutella mit Butter isst. Mama? Ja, das hat Lass mal eine Butter, okay? Hast du hier deine 500 Euro Schuhe drin stehen? Ja, nein. Nee, sind sie nicht, ne? Sind ohne
Adiletten. Nee, da sind auch andere Dinge. Ja, aber die darfst du jetzt auch nicht sagen, weil die sind, da darfst du nicht. Hä? Die Winterschuhe, meinst du? Nein. Ach so. Da stehen... Hä? Was stehen denn da für Schuhe drauf? Ja. Ja, die sind nicht so teuer. 300. Die sind auch schön. 300. Ich finde die auch voll schön. Ja, 300 Euro. Tun wir rein. Okay, Kommentare in 3, 2, 1, dieses abgehobene Plättchen. Aber da sind, glaube ich, noch Adiletten drin. Ja. Die Winterschuhe. Winterschuhe habe ich jetzt ja nicht gesehen. Oh, die. Ja. Sind da von mir eigentlich auch noch Schuhe drin? Natürlich darf ich die zeigen, was? Sind da von mir eigentlich auch noch Schuhe drin? Nee, was? Stopp. Mach's wieder auf. Gut. Wer solche Winterschuhe besitzt, das ist Tiermörder. Ich gebe dir auch gleich mal einen Tiermörder. Bist du eigentlich schon vegan? Vegan, ja, ich bin vegan. Ja, weil wenn du Fleisch isst, dann bist du ein Grund, dass die Tiere ins Schlachthaus geschickt werden. Echt? Aber was hat denn vegan mit Schlachthaus zu tun? Na, du meinst vegetarisch? Nein, vegan. Sehe ich aus, als bin ich vegan? Ja. Also, du bist ein Grund, warum die Tiere wegen dir in den Schlachthof kommen. Schlachthaus, meint sie, ja, nicht Hof. In Schlachthaus. Ich bin vegetarisch, ich bin nur halb so schlimm. Ja, und du bist volle Post. Nee, komm, volle Post bin ich jetzt nicht, aber... Ich bin extra. Nee, du bist auch ein Grund dafür. Volle Granatefleisch bin ich jetzt nur nicht, Mama, ne? Ja. Wenn man schwanger ist, hat man morgen Fitness. Was? Das habe ich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Das habe ich auch nicht verstanden. Sie lacht, ich weiß schon, die Zeit. Okay, ich gehe jetzt runter weiter. Wenn man schwanger ist, hat man Morning Fitness. Morning Fitness? Nein, morgen. Alles okay bei dir? Ich darf. Ey. Ach, ist der süß. Knutschen. Morgen Sickness. Also, ich weiß nicht, auch nicht was. Ich glaube, irgendwas, dass man krank ist, irgendwie schlecht ist oder so. Ja. Ja. Wenn man schwanger ist, soll man das haben. Hattest du sowas? Warum? Ja, du meinst. Nee. Vier Mal nicht. Nicht, dass ich wusste. Stromschwanken. Mach mir die morgen einmal auswaschen, ne? Kannst du mich morgen mit so 6:10 anschreiben, ob ich wach bin? Um 6:10, nicht früher. Nicht früher, weil dann bin ich wach, obwohl ich noch da. Okay. Und ich verdurste gleich. Marlene hat sich jetzt schon mal Ding von nach oben genommen. Brausetablette. Das mache ich im Wasser und dann trinke ich das, ne? Ja. Wie viel Wasser? So ein kleines Glas voll. Aber es ist eklig, ne? Nee, es schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich leg mir das da hin und wann soll ich das nehmen, bevor ich zur Schule gehe? Kannst du machen, ja. Kannst du mir die 4 Flaschen runterbringen? Ich hab von wann soll ich es nehmen, wenn ich... Bevor du schon zur Schule gehst. Okay, hier mal das. Ich muss jetzt das Baby nehmen. Das wäre nett, wenn du mir das runterbringen könntest. Hi! Hi! Wollen wir heiern gehen? Hallo! Hallo, kleiner Schatz. Hi!
Mach so das Küchenlicht aus. Dankeschön. Jetzt wird's dunkel. Mama? Ja? Bitte morgen um 6:10 Uhr wecken. Wenn ich da schon wach bin, Mara. Matthias macht hier gerade jetzt irgendwas Komisches und ich verstehe nicht, warum. Nee, ich wollte einfach nur was ausprobieren. Achso, ich dachte, du wolltest mir irgendwas zeigen und ich check nicht, was du mir zeigen willst. Ja, hier, zeigst du hier einfach, damit du siehst, was es ist. Many. Diese Dinger. These choreos and I've received many. Das ist nichts weiter als immer schnell und langsamer werden. Achso. Was aber egal ist, weil das sieht ja nur so aus, weil der das so abfilmt in einem Stück. Many. Verstehst du, was ich meine? Okay. Die ist fertig, die kannst du schon von mir aus gerne kopieren, sogar bitte, wäre voll geil, weil dann kann ich mir morgen früh mich schon wieder verwenden. Hallo Mauzi! Ach, hier sieht es jetzt immer aus, ne? Die Kleine wird natürlich auch immer viel auf dem Boden beschäftigt, weil dann hat sie halt immer hier überall so ihre Spielecken. Den Kinderwagen, den habe ich. Ich bin gut, ja. Vorhin aus dem Auto rausgeholt. Den habe ich vorhin aus dem Auto rausgeholt. Und leergeräumt, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich den halt alles komplett in diesem Kinderwagen drin. Und den muss ich jetzt ja leerräumen. Ach, Teufelskreis, glaube ich, sage ich das. Ich kann morgen früh den Großen wieder abholen mit reparierten Spiegel und reparierter Fensterheber. Das war ja das, weswegen ich ihn ja ursprünglich hingegeben habe. Weil ein Schalter von dem Fensterheber kaputt ist. Man kann den ja mal so antippen und manuell anhalten. Und man kann durchziehen, dass er dann alleine hoch und runter fährt. Und das irgendeine Funktion davon funktionierte nicht mehr. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt morgen dann wieder. Genau. Er kopiert jetzt gerade die Dateien. Schon. Hä? Eine oder zwei. Achso. Und. Eine davon kurz, aber? Nee. Ist da jetzt Atomball? Kann ich das nämlich mal hören kurz? Er ist schon ultra leise, wa? Ja, es wird ja lauter in der Premiere. Achso, okay. Warum ist es falsch rum? Achso, weil ich sie falsch rum angemacht habe, deswegen ist es doch. Achso, dann geht's hier weiter oder was? Das glaube ich hin. Hä, ist das zurück? Nee, das ist hin und das andere ist zurück. Ja, aber hier, guck mal, du hast einfach hier wieder. Was soll ich denn machen? Ja, das war halt reingehen. Ja, okay, und dann und aber rausgehen. Ach so, ja, scheiße. Morgen früh, ich möchte, also ich muss generell eigentlich mal ein bisschen was loswerden. Das mache ich aber morgen, weil das mache ich nicht jetzt. Das werde ich morgen gleich am Anfang, in der Mitte vom Vlog machen, glaube ich. Oder sagt mir nochmal, mal abgesehen davon, dass ihr mir oben sagen solltet, wie ihr Nutella esst. Mit oder ohne Butter? Nee, schlafen. Schlafen mit Socken oder ohne Socken, genau die Geschichte war es. Könnt ihr mir, oh Gott, 22 Uhr, müsst ihr mir morgen mal auch ein paar Sachen beantworten. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ins Bett gehen und dann bin ich gespannt, was ihr morgen sagt, wie der Tag morgen läuft und so weiter. Aber meistens bin ich auf eure Meinung gespannt morgen. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir haben es jetzt 21:59 Uhr. Mein Wecker klingelt um 6. Im optimalen Fall stehe ich noch ein bisschen früher auf. Und deswegen sage ich jetzt, dass das hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Und das hier muss auch weg. Ach, egal. Tschüss.